لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. In der vergangenen Khutba sprach ich über die Realität des Iman und einer seiner Auswirkungen, nämlich die Standhaftigkeit des Herzens. Heute wollen wir einige weitere Auswirkungen des Imans behandeln. Zu den Folgen des Iman gehört es, dass er dazu führt, dass der Mu'min selbstkritisch wird, sich vor Heuchelei und Frommelei fürchtet und kein Vergehen verharmlost. Ibn Abi Mulaika überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich straf 30 der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jeder einzelne von ihnen fürchtete die Heuchelei um sich selbst und keiner von ihnen beanspruchte es, den Iman von Jibrail oder Mikail zu haben. Der Mu'min sieht seine Sünden wie einen Berg, der über ihn schwebt und jederzeit auf ihn niederstürzen kann. Der Heuchler aber sieht seine Sünden wie eine Fliege, die sich auf seine Nase setzt und die er mit einer bloßen Handbewegung fortjagt. Nur ein Mu'min fürchtet sich vor dem Nifaq und nur ein Heuchler wiegt sich in Sicherheit. Anas radiallahu ta'ala anhu sagte, Ihr begeht heute Handlungen, die in euren Augen kleiner sind als ein Härchen. Wir zählten sie zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu den ruinösen Sünden. Zu den Auswirkungen des Imans gehört es, Rassen- und Nationalstolz zu unterlassen. Jede Form von Spaltung und Distanzierung, die nicht wegen der Loyalität zum Islam besteht, ist eine ignorante Parteinahme und eine Form des Fanatismus der Jahiliyya. Der Maßstab ist nicht die Rasse oder dieses Kastensystem, das viele von uns von den Hindus übernommen haben, noch die Nationalität. Der Maßstab ist die Taqwa, wie Allah Ta'ala sagt, O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Geschlecht erschaffen. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernen möget. Gewiss, der Geehrteste unter euch ist der Gottesfürchtigste und gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Und er sagt, die Gläubigen sind doch Brüder. Keiner ist irgendjemandem überlegen, es sei denn bei Allah durch die Taqwa. Die Muslime sind ein Körper, eine Nation, weder Westen noch Osten trennt sie. Wie kann es sein, dass man etwas zum Anlass des Stolzes und der Ehre nimmt, wohin man ja gar keine Auswahl oder Wirken hat? Hast du irgendwas bewirkt, um Syrer, Algerier, Marokkaner oder Pakistaner zu sein? Kann es sein, dass du dich wegen etwas als Besseres erachtest, das du weder ausgewählt hast, noch dafür hart geschuftet hast? Das ist sicherlich Blödsinn. Ehre und Würde muss man sich verdienen durch seine Taten und sein Wirken. Es ist lächerlich, dass uns Grenzen trennen, die zu einem Teil von den Besatzern gezogen wurden. Abu Dawud rahimahullah überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt unter den Dienern Allahs solche, die weder Gesandte noch Märtyrer sind, aber sie werden von den Gesandten und den Märtyrern beneidet. Die Sahaba fragten, O Gesandte Allahs, wer sind sie? Er sagte, Menschen, die sich wegen der Sache Allahs lieben, obgleich es keine Blutsverwandtschaft zwischen ihnen gibt, noch etwaigen Geldaustausch. Bei Allah, ihre Gesichter strahlen Licht und sie sind auf einem leuchtenden Weg. Sie werden sich nicht fürchten an dem Tag, an dem die Menschen sich fürchten werden, noch trauern, wenn die Menschen trauern. Sicherlich über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Es findet ein Konflikt zwischen Abu Dharr und Bilal statt. Abu Dharr erzürnt und es rutscht seiner Zunge ein Wort aus. Und er sagt zu Bilal, O Sohn einer Schwarzen, Bilal wird von diesen Worten betroffen. Er wird durch den Islam geehrt
und gewürdigt und dann wird er wegen Rassen, Nationalitäten und Farben geschmäht. Er geht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und beschwert sich bei ihm. Der Gesandte bestellt daraufhin Abu Dharr ein und sagt zu ihm, hast du ihn wegen seiner Mutter geschmäht? Du bist ein Mann, der Eigenschaften der Jahiliyyah in sich trägt. Abu Dharr bedauert zutiefst seinen Ausrutscher und sagt, würde man mich köpfen und ich müsste nicht diese Worte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hören. Und er legt sein Haupt nieder auf den Boden und sagt zu Bilal, O Bilal, setz deinen Fuß auf mein Gesicht, ich werde mich nicht erheben, bis du es tust. Bilal weint und sagt, Allah vergebe dir, Abu Dharr, ich würde niemals meinen Fuß auf eine Stirn legen, die sich für Allah niederwirft. Sie umarmen sich und die Herzen sind wieder wie frisch poliert. Ein anderer Vorfall. Suhail ibn Amr und Abu Sufyan kommen zu einer Sitzung von Umar. Abu Sufyan bittet um Erlaubnis. Und er war Kopf der Quraysh, der mit einem Fingerzeichen 1000 Menschen hätte bewegen können. Aber ihm wird der Eintritt nicht erlaubt. Suhail ibn Amr, auch ein Kopf der Quraysh, bittet um Erlaubnis, aber auch ihm wird der Eintritt verwehrt. Es kommen Bilal, der Afrikaner, Habashi, Suhaib, der Römer und Salman, der Perser. Und alle werden eingelassen. Abu Sufyan wütet, murrt und sagt bei Allah, ich hätte nicht gedacht, dass ich vor der Tür von Umar stehen muss und diese einstigen Sklaven eingelassen werden. Daraufhin sagte Suhail, und er begriff etwas mehr von der Lage, es ist nicht schlimm, dass wir vor der Tür Umars aufgehalten werden. Bei Allah, ich fürchte vielmehr, dass wir an den Toren des Paradieses aufgehalten werden, während sie reingehen. Sie wurden zum Islam aufgerufen und eilten zu ihm, während wir zögerten und uns verspäteten. Der Iman bewirkt ebenfalls die Bereinigung des Geistes von Neid, Bereinigung des Herzens von Groll und Hass gegenüber den Muslimen, damit es eine tatsächliche Umma geben kann, die jene Attribute trägt, mit denen Allah Ta'ala sie beschrieben hat. Er sagt, Muhammad ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Einst war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zwischen seinen Gefährten und sagte, alsbald wird ein Mann erscheinen, der im Paradies sein wird. Es erschien ein Mann, dessen Bart noch von den Spuren des Wudu tropfte. Am zweiten Tag wiederholte sich der Vorfall und erneut am dritten Tag, und es war immer der gleiche Mann. Einer der Anwesenden verfolgte ihn und beobachtete sein Handeln, aber er kannte nichts Markantes daran. Weder übertrifft er die anderen im Gebet noch im Fasten. Nach drei Tagen sagte er zu ihm, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte über dich so und so. Ich habe aber nicht sehr viel gesehen. Er sagte, ich habe nur das zu bieten, was du gesehen hast. Aber es kommt nicht vor, und das ist der Punkt. Es kommt nicht vor, dass ich mich nachts zum Schlaf lege, während ich gegen einen Muslim Hass, Groll oder Neid hege. Daraufhin sagte der Verfolger, damit hast du diesen Rang erlangt, und das ist der Iman. Allahumma habib ilayna al-Iman. Allahumma habib ilayna al-Iman. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ازددنا إيمانا وهدى وتقى وغنى وعفافا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.